Drogenbericht Gabapentin. Heute haben wir wieder einen sehr interessanten Erfahrungsbericht. Er wurde mir wiedermals per Mail zugeschickt und der Betreff ist Drogenbericht Gabapentin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, sonst mache ich mich ein bisschen zum Affen. Ich möchte gerne meine Erfahrungen teilen. Gabapentin ist ein Medikament, Antiepileptikum, kenne ich von der Arbeit, weil ich wusste nicht, dass man das auch als Droge einnehmen kann. Es wird zur Behandlung von Epilepsie, Anfallsleiden und Nervenschmerzen verwendet. Genau daher kenne ich es auch. Vorab erst einmal, ich bin untergewichtig und hatte eine Überdosis. Ich habe die Medikamente geschenkt bekommen und meine Freunde und ich hatten schon einmal Tramadol ausprobiert und uns dazu entschieden, wenn dann das zusammenzunehmen. Okay, ich weiß jetzt nicht, worum es geht, ob man jetzt beide Medikamente zusammennehmen möchte, was keine gute Idee ist, Milchkonsum, oder ob ihr es zusammen konsumieren wollt, was prinzipiell die bessere Entscheidung wäre, wenn man sowas nie alleine machen sollte. Es sollte allgemein immer eine Person dabei sein, die halt eben, ne, nüchtern bleibt. Einer von uns ist auf die absolute dumme Idee gekommen, das in der Schule zu nehmen. Und so dumm, wie wir alle waren, haben wir das gemacht. Okay, jetzt wird es interessant, ob das irgendwie aufgefallen ist. Das ist immer wieder so eine Sache. Ich finde, ich kann nicht jetzt gegen alle Lehrer sprechen, aber ich fände es gut, wenn mehr Lehrer in diese Richtung ausgebildet werden, um sowas halt eben zu erkennen und im besten Falle halt eben auch Hilfe zu leisten, also Hilfe leisten zu können. Wir haben uns das vor der ersten Stunde geschmissen und ich hatte 400 Milligramm, die anderen auch erst 400. Nach den ersten beiden Stunden hatten wir noch keine Wirkung, weswegen die anderen jeder noch eine Viertel von einer Tablette genommen hat. Auch prinzipiell wieder lehrreich und wichtig, man sollte die Dosierung, wenn man etwas noch nicht kennt, immer relativ niedrig ansetzen. Es ist nun mal besser, erstmal nichts zu spüren und dann nachzulegen, als nichts mehr zu spüren, wenn man sich komplett überdosiert hat. In der dritten Stunde hat die Wirkung angefangen. Wir hatten eine Doppelstunde Mathe und ich war gerade dabei, einen Test zu schreiben, als es richtig anfing. Erstmal ein Beileid für eine Doppelstunde Mathematik. Die Wirkung ist schwer zu beschreiben. Ich hatte aber Kopfschmerzen und mir war es schwindelig. Die Kopfschmerzen haben sich aber angenehm angefühlt und mir war nicht übel oder sowas. Ich fühlte mich auch entspannt und sehr schwach. Man hat die ganze Zeit gar nichts realisiert, was los war, und ich habe einfach ins Nichts geschaut. Ist jetzt für mich interessant, da muss ich nochmal nachgoogeln, weil hier dieses Medikament, genau dieses Medikament, kenne ich halt eben nicht. Es gibt ja Unterschiede, ob es jetzt eine Dauermedikation ist oder halt eben etwas, was man im Bedarfsfall gibt. Also wenn jemand, halt ein Mensch, gerade akuten Anfall hat. Ich würde halt jetzt die Wirkung relativ gut beschreiben, die hier beschrieben worden ist. Nach der vierten Stunde war es dann schon komplett vorbei. Ich empfehle euch nicht Gabarb. Ich empfehle es euch nicht zu nehmen, weil es gefährlich sein kann und sich auch nicht lohnt. Ich hatte nicht wirklich Spaß daran, bin nicht abhängig und ich habe nicht vor, das noch einmal zu machen. Danke, dass ich meine Erfahrungen teilen konnte. Kuss an die ganzen Smith und HGZ-Crew. Das war jetzt für mich der erste Bericht, den ich durchgelesen habe, wo es um Medikamente ging. Und das ist etwas, was wir alle so ein wenig vergessen. Medikamente als Drogen. Ist total unterschätzt und wird auch nicht wirklich wahrgenommen. Jetzt ein bisschen abseits von diesem Bericht. Was hört sich schlimmer an? Ich bin Alkoholiker oder medikamentenabhängig? Und nochmal darauf zurückzukommen mit den Lehrern. Was haltet ihr von der Idee? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, um in den Kommentaren ein bisschen darüber zu schreiben. Wenn es in der Schule verpflichtend für alle Lehrkörper wäre, Fortbildungen zu machen, in denen es darum geht, zu erkennen, wenn ein Schüler Substanzen genommen hat. Ich kenne das aus meiner Schulzeit noch relativ gut und wurde des Öfteren verdächtigt, während der Schulzeit Cannabis konsumiert zu haben, weil ich gerötete Augen hatte. Ich habe Heuschnupfen. Ich habe im Sommer immer gerötete Augen. Und dann gab es mal eine Situation, wo bei einem Schüler ein Grinder gefunden worden ist und er konnte sich damit rausreden, das sei eine Pfeffermühle für seine Mettbrötchen. Hätte der Lehrer einmal etwas von einem Grinder gehört, hätte er im Pollenfach nachgeschaut, sind da Pollen drin? Ja, waren sie wahrscheinlich. Hätte einfach nur mal dran gerochen. Gibt ja sogar Menschen, die noch nicht mal wissen, wie das überhaupt riecht. Dann kommt immer dieses Fachsimpel, ja, das ist ein süßlich dumpfer Geruch. Nein, Lehrer sollten auf Lehrgängen auch mal die Möglichkeit bekommen, an Cannabis zu riechen, an echtem Cannabis zu riechen. Und auch mal ruhig an jemandem zu riechen, der gerade frisch konsumiert hat. Es gibt ja in unserem schönen Land schon Menschen, die das dürfen, weil sie ein Rezept haben. Gibt so, so verdammt viele Möglichkeiten. Und da sehe ich jetzt nicht die Lehrer in der Verantwortung und ich will die Lehrer auch nicht schlecht reden, sondern unseren Staat. Auf Grundlage der jetzigen Situation und weil die junge Generation so verdammt viel nachdenkt, werden wir ein immer größer werdendes Drogenproblem in diesem Land bekommen. Und da kommt man halt eben nur mit vernünftiger Aufklärung auf
vernünftigem Niveau weiter. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Esst Haferflocken und seid nett zueinander.